Hallo, liebe Campingfreunde, herzlich willkommen hier zurück auf unserem virtuellen Campingplatz. Wir sind ja jetzt in der Wintersaison angekommen. Die Außentemperaturen haben hier und da schon den Gefrierpunkt unterschritten. Die Winterreifen sind aufgezogen. Das ist meistens der Zeitpunkt, an dem auch Wohnmobile, Wohnwägen, Kastenwägen in ihr Winterdomizil wandern, sofern ihr nicht auch im Winter unterwegs sein wollt. Und ganz speziell in diesem Winter sieht es ja eher nicht so sehr nach Urlaub aus. Also insofern ist Einmotten angesagt an allen Ecken und Enden. Und die Wohnwägen und Wohnmobile stehen dann oft Wochen oder sogar Monate mehr oder weniger unbeaufsichtigt in einer Halle, in einer Scheune oder auf einem abgesperrten Parkplatz, welche Möglichkeiten ihr auch immer habt. Aber da stehen sie eben, wie schon gesagt, eher unbeaufsichtigt. Und insofern kommt es auch immer wieder in dieser Zeit zu Einbrüchen oder sogar Diebstählen von ganzen Fahrzeugen. Die Frage ist jetzt, kann man sich dagegen schützen und welche Möglichkeiten gibt es, um das Fahrzeug möglichst zu sichern, dass mir eben das Ganze nicht geklaut wird im schlimmsten Fall, also der Wohnwagen an Haken gehängt wird und einfach mitgenommen wird. Gibt es natürlich einige physikalische Barrieren. Die Sperren für die Kupplung sind da wahrscheinlich mit die besten Produkte. Ich glaube, jeder Fahrgestellhersteller hat was Passendes im Sortiment. Egal ob für die Knottachse oder für die Alkoachse findet ihr die passenden Sperrmöglichkeiten, dass man das Fahrzeug einfach nicht so ohne weiteres ankuppeln kann. Das hilft schon mal mit Sicherheit dagegen, dass der Wohnwagen so einfach geklaut wird. Dann gibt es natürlich noch Radkrallen. Und beim Wohnmobil gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, dann die Starterbatterie vom Motor auszubauen und ähnliches. Also die Fahrzeuge dann auch ziemlich stillzulegen. Gibt aber inzwischen auch einige technische Möglichkeiten, die das Fahrzeug von innen schützen. In den letzten Jahren wurde immer mal wieder über GPS-Tracker berichtet. An sich ein relativ einfaches Produkt, ein kleiner Sensor, der GPS-Daten schicken kann. Das heißt, wird das Fahrzeug bewegt, könnt ihr jederzeit feststellen, wo das Fahrzeug ist. Die sind dann auch noch so klein und kompakt, dass das Ganze problemlos so verstaut werden kann, dass es auch nicht so einfach gefunden wird. Und wahrscheinlich keiner die Zeit investiert, das Fahrzeug erst gründlichst nach diesen kleinen Trackern abzusuchen, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass er schnell angehängt wird und dann mit Positionsmeldung weggefahren wird, ist relativ groß. Und dann gibt es eben Dienste, die diese Koordinaten dann erfassen und man kann relativ sicher sagen, wo befindet sich mein Wohnwagen gerade, beziehungsweise kann überhaupt erstmal einen Alarm generieren, wenn er sich schon wegbewegt hat. Problem dabei ist, wie schon gesagt, das ist die GPS-Position. Das heißt, ich kann das Ganze nur dann verfolgen, wenn sich eine Veränderung der GPS-Position ergibt. Das heißt, das Fahrzeug schon in Bewegung ist und dann ist es mitunter eventuell schon zu spät. Einbrüche, Ausrauben oder auch nur stumpfer Vandalismus, der schlimm genug sein kann. Also ich kenne einige Fälle, wo dann ein sehr hochwertiges Wohnmobil einfach innen verwüstet wurde. Das ist dann fast irreparabel und zerstört das Wohnmobil und das ist mindestens fast genauso schlimm wie ein Diebstahl an sich. Also insofern, so ein GPS-Tracker greift halt etwas später an und vor kurzem hat Bosch ein neues System vorgestellt, den sogenannten Spector. Und ich habe hier vor mir einen stehen, das ist ein relativ kleines Kästchen, mobil. Ihr seht jetzt hier hinten ein Kabel dran, das ist im Prinzip ein einfaches USB-Ladekabel. Warum das jetzt hier dran steckt, komme ich gleich noch zu. Brauche es nicht unbedingt. Das Ganze funktioniert auch im Akkubetrieb und dann soll es auch eine Haltbarkeit von 40 Tagen haben. Da sind einige Sensoren drin verbaut. Das heißt, auch da ist ein GPS-Sensor drin, der die GPS-Koordinaten übermitteln kann. Zusätzlich wird aber hier oben ist noch ein Bewegungsmelder integriert. Diese grauen Flächen hier im oberen Bereich ermöglichen die Erfassung von Bewegungen in einem Umkreis von 5 Metern um dieses Gerät herum, und zwar 360 Grad um das Gerät herum. Damit könnt ihr die meisten Freizeitfahrzeuge natürlich problemlos abdecken. Also egal ob Wohnwagen oder Wohnmobil mit einer Reichweite von 5 Metern. Wenn man das Gerät in der Mitte platziert, kommt man ja in Summe auf 10 Meter. Dann habe ich damit eigentlich alles zuverlässig abgedeckt in allen Richtungen. Das Einzige, worauf man ein bisschen achten muss, dass man diese Sensoren da oben, diese Infrarotsensoren, die die Bewegung messen, nicht verdeckt mit irgendwelchen festen Gegenständen. Das ist so der einzige Punkt, auf den man achten muss. Auch das ist im Freizeitfahrzeug eigentlich kein Problem, weil der Tür- und Gangbereich ja eigentlich immer frei sein muss. Und das ist eigentlich der Bereich, wo sich zwangsläufig immer jemand bewegt, wenn ich ins Fahrzeug einsteige. Man sieht hier unten noch so einen Gitterring. Den kann ich vielleicht auch noch mal mit der GoPro kurz zeigen, dann sieht man es bestimmt besser.
Hier unten im unteren Bereich ist so ein Metallgitterring. Da sind noch etliche Sensoren mehr drin. Das heißt, das Gerät kann noch viel, viel mehr als einfach nur einen Einbruch melden. Es kann den Druck messen, es kann Schall messen, es kann, ja, Bewegung hatten wir schon, es kann auf Erschütterungen reagieren, es kann die Luftqualität messen, es kann die Temperatur messen, Helligkeit, Feuchtigkeit, Brandgase, gefährliche Gase, vor allem Kohlenmonoxid. Und ja, die Luftqualität hatte ich schon erwähnt. Also es ist ein bunter Strauß an Sensoren da drin verbaut, die ja heute in vielen kleinen Funksensoren enthalten sind. Ich habe hier das Ganze in einem einzelnen Gerät kombiniert. Was das jetzt für einen Sinn machen kann und wie das zusammenhängen kann, komme ich gleich noch drauf. Aber die Anwendungsmöglichkeiten gehen halt über das reine Detektieren von Einbrüchen und Diebstählen hinaus. Und das Ganze kann sich quasi zu so einer zu so einem Sensorenblumenstrauß verbinden, womit ich dann eben auch noch viel mehr Dinge steuern und entscheiden kann. Feuchtigkeit ist ja bei der Überwinterung im Fahrzeug auch definitiv ein Thema. Also wenn ich die Luftfeuchtigkeit im Fahrzeug messen kann, kann das natürlich auch helfen. Und im Zweifel, wenn man sieht, es steht an einer Stelle, wo es vielleicht dann doch im Innenraum feuchter ist als geplant, kann man einfach nochmal gucken, ob man da was gegen tun kann. Bleiben wir aber erstmal beim Diebstahl. Das ganze Problem bei den GPS-Trackern und bei diesen ganzen Sensoren, die eben die Fahrzeugbewegung kontrollieren, ist ja, wie habe ich denn eigentlich die Verbindung zur Außenwelt? Weil nehmen wir mal an, das Fahrzeug steht irgendwo in einer Scheune, relativ abgeschieden. Insofern natürlich für eventuelle Diebe ideal. Aber so ein kleines Ding kann zwar ein bisschen piepsen und blinken, aber das nützt natürlich dann auch nichts. Und gerade hier so ein Teil ist natürlich dann im Zweifel auch schnell ins Feld geschmissen. Also insofern muss es irgendwie Verbindung zur Außenwelt haben, dass genau in dem Moment, wenn ein Einbruch stattfindet, der Alarm irgendwo ankommt. Und das logische Gerät dafür ist natürlich eigentlich euer Handy. Das ist ja heute eigentlich so üblich. Nur dazu brauche ich eben eine Verbindung zum Handy. Jetzt habe ich typischerweise in diesen abgelegenen Orten nicht unbedingt eine stabile WLAN-Verbindung. Wenn das geht, ist das toll. Das Gerät kann auch per WLAN-Verbindung aufnehmen. Es steckt aber auch eine sogenannte eSIM-Karte drin. Das ist eine kleine SIM-Karte, wie ihr sie auch in Handy oder Tablets drin habt, um die Mobilfunkverbindung aufzubauen. Und mit dieser Mobilfunkverbindung könnt ihr europaweit quasi in allen, nahezu allen Mobilfunknetzen eine Verbindung aufbauen. Das heißt, ihr braucht eigentlich an dem Ort nur Mobilfunkempfang. Dabei ist es auch unerheblich, ob das Vodafone, Telekom oder Telefonica-Netz ist. Oder Telefonica vielleicht besser bekannt als O2-Netz ist. Also in all diesen großen Netzen könnt ihr mit dem Gerät arbeiten. Es ist dort auch nur eine 2G-Verbindung notwendig. Also ihr braucht da kein 3G, LTE oder gar 5G, sondern mit 2G ist das Ganze auch relativ genügsam. Und die Anforderung an die Verbindungsqualität ist halt auch entsprechend niedriger. Das heißt also, die Abdeckung ist dann tatsächlich deutschlandweit zumindest ganz gut. Funktioniert auch nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und auch völlig unkompliziert, ihr kommt eigentlich mit dieser eSIM-Karte überhaupt nicht in Berührung, sondern sie ist einfach in dem Gerät integriert, funktioniert automatisch, ist die ersten 12 Monate auch komplett kostenfrei oder beziehungsweise im Kaufpreis enthalten. Und wenn ihr das darüber hinaus nutzen wollt, dann wird eine Gebühr fällig von 11,99 € und zwar pro Jahr. Also man kann ungefähr sagen 1 € pro Jahr. Und das finde ich eigentlich tatsächlich einen sehr fairen und angemessenen Preis für sowas. Das war so in den ersten Jahren, als diese GPS-Tracker auf den Markt kamen, ein Thema, dass ich dann einen relativ hohen Kostenblock eigentlich nur für die Mobilfunkverbindung hatte, gerade wenn es dann auch ins Ausland gehen sollte. Aber ich denke, durch diese ganzen Internet of Things-Entwicklungen, die in den letzten Jahren ja explosionsartig auf den Markt gekommen sind, ist eben auch ein großer Markt für diese günstigen SIM-Karten entstanden oder Mobilfunkverbindungen entstanden, bei denen halt eigentlich nur sehr, sehr wenig Daten übertragen werden. Wie funktioniert das Ganze? Das Ganze sendet, also der kleine Spector, der hier steht, sendet Daten in die Cloud. Auch so ein Buzzword, was heute an allen Ecken und Enden quasi kommt. Aber im Prinzip kann man sich es einfach als Server vorstellen, mit dem dieses Gerät von sich aus Verbindung hält, dort alle paar Minuten eben ein Signal hinsendet, die Informationen der Sensoren weiterleitet. Und andersrum habt ihr auf dem Handy die App, die zu dem Spector gehört, die dann wiederum mit dem Server kommuniziert und da die Daten abrufen kann.
Ist natürlich wesentlich stabiler, als wenn jetzt der Spector quasi direkt mit dem Handy kommunizieren müsste. Das wäre mit Bluetooth auch möglich, ist auch bei der Einrichtung manchmal erforderlich. Aber ansonsten habt ihr durch diesen zwischengeschalteten Server eben die Gewissheit, dass selbst wenn der Spector nicht mehr erreichbar ist, ihr immer noch auf die Daten zugreifen könnt, die er noch an den Server gesendet hat. Das Ganze, wie gesagt, funktioniert von eurer Seite wirklich stressfrei. Die Einrichtung ist wirklich einfach. Es liegt hier, ja, wie bei vielen dieser, gehört ja so ein bisschen in die Internet of Things und Smart Home Bereich rein. Es liegt dann hier ein QR-Code bei, wenn ihr die App installiert habt. Das wird hier beschrieben. Klar, jeweils im App oder im Play Store die App runterladen und dann in der App diesen QR-Code scannen. Da wird im Prinzip eine Nummer übertragen, die man hier auch daneben sehen kann, und anhand dieser, ja, wahrscheinlich Seriennummer identifiziert sich dann das Gerät mit dem Server und geht eigentlich vollautomatisch in Betrieb. Da braucht ihr gar nicht viel zu beitragen. Am Gerät selber, ja, ich habe das Stromkabel angeschlossen. Warum? Das Stromkabel hat eigentlich zur Folge, dass er deutlich häufiger sendet, weil er einfach nicht Gefahr läuft, dass der Akku leer wird. Und insofern, um hier es nachher mal vorführen zu können, habe ich das Kabel eben angeschlossen. In dem Moment, wo ihr das Kabel rauszieht, sendet er ein bisschen weniger im sogenannten Stromsparmodus, damit einfach der Akku länger hält. Ist aber im Prinzip für den tatsächlichen Betrieb nicht relevant. Ihr seht schon, wenn ich den hier mal kurz hochhebe und wieder aufsetze, sieht man hier oben das Licht blinken. Das ist quasi der Erschütterungssensor. Ich habe einen Ein- und Ausschalter dran. Das klingt jetzt erstmal widersinnig, aber klar ist, der Ein- und Ausschalter ist in dem Moment, wo ein Alarm ausgelöst wird, deaktiviert. Das heißt, da kann ich draufdrücken, wie ich will. Ist auch tatsächlich ein Taster, kein Schalter. Also der ist ja quasi elektronisch geregelt. Das heißt, in dem Moment, wo ein Alarm ausgelöst wird, ist der funktionslos, weil es wäre ziemlich unsinnig, wenn er durch ein einfaches Ausschalten zur Ruhe gebracht werden würde. Macht überhaupt keinen Sinn, und insofern ist das natürlich dann deaktiviert. Unten drunter habe ich noch, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, Tasten, mit denen ich den Alarm am Gerät aktivieren und deaktivieren kann. Das hat einfach den Vorteil, ihr könnt am einfachsten, da braucht ihr dann gar keine App, sondern ihr nehmt einfach das Gerät, dreht es rum, gebt euren PIN-Code ein, den ihr selber definieren könnt, und dann aktiviert sich der Alarm. Auch keine Angst, das Gerät ist so clever, ihr habt dann genau 60 Sekunden, um quasi den Wohnwagen oder das Wohnmobil wieder zu verlassen. Das heißt also, guckt, wo ihr ihn aufstellen wollt, platziert ihn dort, aktiviert den Alarm und verlasst das Fahrzeug, schließt die Tür zu, denn erst nach 60 Sekunden reagiert er dann eben auf Bewegung. Ist schön, wenn man dran denkt, bevor man reingeht, es zu deaktivieren. Ansonsten wird man dann aber relativ unsanft dran erinnert. Ich kann das Ganze auch logischerweise über die App steuern. Die App ist super übersichtlich aufgebaut. Ich muss mal gucken, ob ich das hier jetzt irgendwie hinkriege, dass das nicht zu sehr spiegelt. Aber ist eigentlich auch fast egal. Ihr seht hier unten den blauen Aktivieren-Button. Wenn ich da drauf drücke, dauert es einen Moment und dann wird die Überwachung am Spector aktiviert. Das dauert ein bisschen, könnt ihr auch von unterwegs machen. Jetzt hat man das Piepen gehört und der blinkt grün. Das heißt, die Überwachung ist aktiviert. Das hört jetzt auch gleich wieder auf zu blinken. Und in dem Moment zählen jetzt eben dieser 60-Sekunden-Countdown, bis es dann im Falle einer Bewegung zum Alarm kommt. Kommt jetzt jemand quasi ungebeten in das Fahrzeug rein, dann würde er diese Bewegung erkennen, würde den Alarm auslösen. Es ist nicht nur der Bewegungssensor, der das Ganze trackt, sondern auch Druck, Schall und Erschütterung in dem Moment, wo es dort zu signifikanten Veränderungen kommt. Also in dem Moment, wo etwas anders ist als vorher, wird dieser Alarm ausgelöst. Die Kombination ist es, und insofern könnt ihr in dieser App auch einen Standort hinterlegen. Das heißt also, ihr könnt quasi angeben, wo steht denn das Gerät. Steht das jetzt im Haus, steht das jetzt eher quasi in einer Garage, Scheune oder ähnlichem in einem Fahrzeug. Weil überall sind natürlich unterschiedliche Geräuschpegel und unterschiedliche Schwellenwerte. Das heißt, habe ich quasi eine nicht isolierte oder wenig isolierte Wand von einem Wohnwagen oder Wohnmobil, nehme ich natürlich auch Schalländerungen ganz anders wahr. Das heißt also, wenn ein Auto vorbeifährt, habe ich natürlich eine völlig andere Veränderung des Schallpegels, also eine viel andere Abweichung. Darum geht es ja eigentlich. Er misst ja quasi die Veränderung.
und muss die natürlich tolerieren, weil die, als wenn das Ganze in einem Wohnhaus steht mit festen Wänden. Also von daher ist dieser Sensor insofern intelligent, dass ihr ihm bestimmte Szenarien mitgeben könnt und er diese Schwellenwerte anhand der Einstellung dann eben aussteuern kann und somit so sicher wie möglich Fehlalarme vermeiden kann. Wird natürlich nicht immer der Fall sein, aber ich denke, steckt schon ziemlich viel Know-how in der Entwicklung drin von dem Ding. Jetzt hat er aufgehört zu piepsen und zu blinken. Das heißt, der Alarm wäre jetzt aktiv und dann ist natürlich logisch, in dem Moment, wo ich mich hier bewege, löst der Alarm aus und ich kriege jetzt quasi eine Meldung auf mein Handy und kann das Ganze wieder deaktivieren. Ihr habt dann hier eine Alarmmeldung, das heißt, es poppt ein Alarm hier aktiv auf. Und wenn das Ganze, ihr könnt das dann wie gesagt mit einem Tab deaktivieren. Das macht dann Sinn, wenn ihr sagt, oh je, ich fahre da mal hin, guckt mir das mal an. Oder ihr könnt auch sofort den Notruf wählen, wenn ihr sicher seid, da ist jetzt tatsächlich was passiert. Dann könnt ihr sofort über die Absetzung eines Notrufs quasi externe Hilfe holen. Ansonsten kommen wir noch mal ein bisschen zu den anderen Sensoren. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Spannendste. Vielleicht noch mal kurz darauf eingehen. Ich habe es eben schon mal erwähnt. Wo stelle ich das Ganze auf? Wie gesagt, hier oben die Sensoren. Hier sitzen die Bewegungssensoren. Die sollten möglichst freien Blick haben. Nur das, was im freien Blick ist, ist quasi ja, geschützt oder wird quasi erkannt. Reichweite eben schon gesagt um die 5 Meter, für alle Freizeitfahrzeuge sicher ausreichend, aber durchaus auch ein spannendes Teil für die Gartenlaube oder die Gartenhütte, um dort einfach ohne großen Aufwand einen zuverlässigen Schutz zu installieren. Und ansonsten sollte das Ganze nach Möglichkeit ein bisschen erhöht stehen. Und vielleicht gerade für Kastenwegen vielleicht nochmal interessant, da wäre zum Beispiel vorne die Konsole ganz gut. Der GPS-Empfänger sitzt hier oben in dem Teil. Wenn der durch einen metallischen Gegenstand nach oben abgeschirmt wird, dann kann das eben auch ein bisschen die GPS-Genauigkeit verringern, bis hin zu den Empfang unmöglich machen. Aber das wäre dann halt hilfreich, wenn es unter der Fensterfläche stehen würde. Das gilt auch für den Einsatz im Auto. Bei Wohnwegen mit GFK-Dach oder so habe ich die Probleme nicht ganz so. Aber wenn da freier Blick sozusagen nach oben ist, dann hat das GPS natürlich auch leichter, eben mal mindestens 3 oder 4 Satelliten zu empfangen, die ja dann eine exakte Positionsbestimmung oder 4 brauche ich eigentlich eine exakte Positionsbestimmung ermöglichen. Und das ist ja inzwischen auch flächendeckend in Deutschland eigentlich durchgängig gegeben. Das ist eigentlich alles, was ihr dabei beachten müsst. Ihr müsst euch entscheiden. Wollt ihr das Ganze mit Strom versorgen oder nicht? Der Stromverbrauch ist, wie gesagt, sehr gering. Das heißt, der Akku soll angeblich 40 Tage halten, also etwas über einen Monat. Ich sage bewusst angeblich, weil ich weiß nicht, auf welche Temperatur sich das bezieht. Das kann natürlich, wenn es richtig knackig kalt ist, kann das auch ein bisschen abnehmen. Würde ich jetzt aus dem Bauch raus sagen, habe ich nicht ausprobiert. Und ich weiß nicht, ob der Wert mit 40 Tagen eher ein Minimum oder eher ein Maximalwert ist. Also insofern muss man da einfach mal ein Auge drüber haben. Aber ihr kriegt natürlich die Spannung oder den aktuellen Ladestand auch in der App angezeigt. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht auf gut Glück dann hinfahren, das laden und wieder wegfahren, sondern ihr könnt in der App genau sehen, wie denn der Akkustand ist. Alternativ, wenn ihr die Möglichkeit habt, das Ganze mit Strom zu versorgen, geht es halt auch vom Stromverbrauch her sicher übersichtlich. Ja, neben den einbruchrelevanten Sensoren, ich habe sie vorhin schon mal alle vorgelesen, man kann noch einige mehr aufzählen. Das Gerät ist so gemacht, dass das meiste über die ja, sogenannte Firmware abgedeckt wird. Also die Sensoren sind quasi drin. Das Gerät ist brandneu, wird jetzt sukzessive Erweiterungen geben, dass die Sensoren, die drin sind, auch nach und nach nutzbar werden. Im Moment steht die Alarmfunktion stark im Fokus. Und als nächstes soll die Raumluftqualität gemessen werden. Ist ja im Moment ein sehr spannendes Thema. Gerade in den Schulen und so weiter wird ja der CO2-Gehalt der Luft als Maßstab für das Lüften genommen. Das heißt, logischerweise habe ich mehrere Personen in einem Raum, steigt der CO2-Wert an, wenn er einen bestimmten Wert erreicht, ist Lüften angesagt, ist jetzt rein infektionstechnisch so eine Sache, aber definitiv ist eine gute Raumluft förderlich für Gesundheit und Konzentrationsfähigkeit und auch das steckt eigentlich komplett in dem Ding drin.
Es ist kein CO2-Sensor verbaut, sondern ein sogenannter VOC-Sensor. Das sind Volatile Organic Compounds oder flüchtige organische Verbindungen, vor allem kohlenstoffhaltige Verbindungen, die da gemessen werden. Ist insofern ganz interessant, weil ich daraus auch CO2 ableiten kann. Also es gibt durchaus einen Transfer von diesem Wert in einen CO2-Wert, sodass in der App später auch ein CO2-Wert stehen wird. Aber ich kann noch viel, viel mehr bis hin zu verwesender Müll, der auch eben solche kohlenstoffhaltigen Stoffe absetzt und dann tatsächlich die Raumluft messbar verschlechtert. Und das würde dieser Sensor feststellen. Das heißt, für alle, die jetzt sagen, Mann, so ein Sensor für die 3 Monate im Jahr, die der Wohnwagen in der Scheune steht, ist vielleicht ein bisschen üppig, aber das kann man durchaus auch mal ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer oder ins Badezimmer stellen. Das ist wirklich interessant, was man dabei teilweise sieht, wie sich so ein CO2-Wert im Tagesverlauf verhält und wie man lüften kann. Das kann man damit wirklich ganz gut einschätzen. Also von daher auch ein sehr spannendes Thema neben Feuchtigkeit, die auch natürlich im Fahrzeug ein Thema ist, aber ja durchaus auch in der Wohnung mal ganz interessant ist. Und die Temperatur ist dann auch quasi noch so ein netter Nebeneffekt, den man dann noch relativ leicht mit auswerfen kann. Aber dieser Luftqualitätssensor oder ja, die Sensoren sind drin, aber die Funktionalität des Luftqualitätssensors wird mit das nächste sein, was verfügbar sein wird. Das kann man dann in der App nachinstallieren. Wird wohl einige Dienste geben, die kostenpflichtig sind, andere, die kostenlos nachinstalliert werden können, aber sicherlich auch nochmal ein spannendes und in die Zukunft gerichtetes Konzept. Als nächstes wird es geben Brandgase. Auch das ist natürlich für die Fernüberwachung von Objekten, wo ich nicht permanent vor Ort sein kann, wie Wohnwagen und Wohnmobil, eine ganz spannende Sache. Wobei man sich da natürlich fragen muss, wenn ich 20 Kilometer weg bin und der detektiert Brandgase, dann wird es vermutlich fürs eigene Fahrzeug zu spät sein. Aber man kann sicherlich noch einen Alarm auslösen. Kohlenmonoxid ist ja auch ein Thema oder das Thema Gasüberwachung. Die vermeintlichen Gasüberfälle, die ja immer mal wieder in der Diskussion stehen, aber auch das wird sich in Zukunft damit erkennen lassen können. Ja, das ist eigentlich jetzt das Gerät im Großen und Ganzen mal vorgestellt. Ich fand es eigentlich eine wirklich spannende Lösung. Also ich werde es definitiv in den Wohnwagen stellen über den Winter und hoffentlich keinen Alarm hören, sondern höchstens mal von ihm hören, wenn er einen leeren Akkustand hat. Das bleibt zu hoffen, das wünsche ich euch auch allen. Im Moment ist ja eher nicht abzusehen, wann wir wieder losfahren können. Für alle, die einen Winterurlaub geplant haben, wird ja wohl intensiv diskutiert, wie es in den Skigebieten aussieht. Vielleicht ist inzwischen auch sogar schon was kommuniziert worden, das habe ich jetzt noch nicht mitgekriegt, aber insofern, ja, Urlaub ist im Moment schwer vorstellbar in der jetzigen Form. Umso mehr, ein Grund mehr, sich auf den Urlaub im nächsten Frühjahr, Sommer zu freuen. Ich bin ziemlich sicher, dass wir zumindest zum Frühjahr hin wieder Zustände erreichen können, wie wir sie ja im Sommer Gott sei Dank auch hatten, sodass wir doch zumindest in Deutschland relativ frei Campingurlaub machen können. Davon zu träumen und sich darauf vorzubereiten, ist ein gutes Thema. Ja, träumen und vorbereiten oder abends auf dem Campingplatz auch ein gutes Thema, ist immer ein gutes Getränk. Wir haben ja schon in loser Folge hier immer mal was gehabt. Wir haben das Campingbier vorgestellt, wir haben einen Door-Out-Wein und heute habe ich noch mal ein Huhnfeldbier, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil es ja der etwas vielleicht für Außenstehende sperrige Name erinnert quasi an ja, meine Heimat, quasi da, wo ich zur Schule gegangen bin in Hünfeld. Und da haben sich 3 Herren zusammengetan und haben angefangen, Bier zu brauen in 2017. Das ist jetzt quasi auf den Markt gekommen. Ich habe hier den sogenannten Hellen Keller. Das ist ein helles Bier. Also es wird hier in extrem hochwertiger Qualität mit extrem nachhaltigen Zutaten ein tatsächlich sehr leckeres Bier gebraut, was mir persönlich richtig gut schmeckt. Gerade das Helle gibt verschiedene, also der Anspruch ist quasi, innovative Biere verschiedenster Stile zu brauen, also international auch mal verschiedene Bierstile abzubilden, nachzubilden, das alles mit hochwertigen Naturzutaten, natürlich, also
natürlich, naturtrüb, also ungefiltert. Ja, bisher gibt es das Helle, es gibt noch den Nachtwächter, das ist ein Altbier, den Heidelbeer, das ist ein Pale Ale. Also da sind wir dann schon fast im Internationalen, oder was heißt fast, dann gehen wir schon ein bisschen ins englische Bier. Es gibt ein Weizenroggen, Weizenbier und noch den Waldkönig als Landbier. Alles sehr lecker, mein Favorit ist das Helle. Also wer da mal Lust drauf hat, ist kein ganz günstiges Vergnügen, aber das ist echt mal eine Flasche Biergenuss. Ist tendenziell hier auch keine bezahlte Werbung. Ich habe die Kiste selber gekauft, aber lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Vielleicht das als Überleitung zu DJ Udo, der heute zum 17. Mal da ist. Wir nähern uns quasi unserem nicht 20-jährigen, sondern 20-maligen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann dabei seid. Ich denke, es geht so um 21 Uhr rum los, wie immer auf Twitch. Und wie immer haben wir den Link auf Facebook. Ja, seid gern dabei. Ein bisschen Party kann uns im Moment, glaube ich, nicht schaden, wenn auch nur zu Hause vorm Monitor oder vorm Fernseher. Und ja, vielleicht mit einem schönen kühlen Getränk, ob Bier, ob Wein oder was euch auch immer schmeckt. Macht euch einen schönen Abend. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Heute mal kein Zeltthema. Ich hoffe, es hat euch aufgefallen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, Themenwünsche habt, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare. Zelte wären sicherlich auch wieder ein Thema. Camper Dometic sind wir immer noch quasi die Neuigkeiten 2021 offen. Und Plan war ja eigentlich die Präsentation auf der CMT im Januar in Stuttgart. Die findet ja, wie wahrscheinlich den meisten bekannt, nicht statt. Und insofern verändert sich da auch einiges und ja, wir hoffen, dass wir bald die neuen Produkte zeigen können und ja, dann werden wir sie sicherlich hier auch mal an einem Mittwochabend vorstellen. Ja, für heute wünsche ich euch einen schönen Abend. Schaut bei DJ Udo gerne rein. Tja, langsam geht es in die Vorweihnachtszeit. Man sieht immer mehr geschmückte Lichterketten oder Bäume mit Lichterketten draußen und insofern wünsche ich euch eben einen guten Einstieg in die ruhige, besinnliche Weihnachtszeit und bleibt gesund. Und jetzt mal alle on the sky. Forever.